habe ich schon wieder vergessen, wo wir hin wollten. Die Kugeln, genau, die Sphären. Die Sphären, was können wir denn hier machen mit denen? Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Ich höre da gar nichts. Hört ihr was? Also wenn dann nur so ein ganz leichtes Hintergrundrauschen oder sowas. Aber irgendwelche Laute? Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Müssen wir eine bestimmte Melodie nachmachen oder was? Problem ist. Was ist das? Es klingt wie ein Flüstern. Jetzt ist es weg. Da ist es wieder. Du bist jetzt einfach nur... wie sagt man? Alles durchprobieren oder was? Das Flüstern wird lauter. Oh. Das war schon mal gut. Du musst den Garten finden. Im Garten ist der Name. Und ohne den Namen ist die Maske wertlos. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt. Geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Es gibt ihn. Aber um ihn zu finden, brauchst du die Maske. Ich bin so kurz davor. Während sich die mächtigsten Männer Avestans in der gorischen Wüste die Köpfe einschlagen, werde ich das Reich meiner Väter wiedererwecken. Und es wird niemanden mehr geben, der sich dem in den Weg stellen wird. Ist es der gleiche Garten, von dem der Stab sprach? Was hat Kasim vor? Also wir brauchen die Maske. Mit der Maske können wir den Garten finden. Und im Garten finden wir den Namen. Und ohne den Namen, also, und mit den Namen kann man dann irgendwie die Macht der Maske erwecken. Oder sowas in der Art. Die hier, die mit dem geredet hat, ne? Die ist jetzt weg. Aber hier kommen wir leider auch nicht weiter. Da bist du ja wieder. Xerxes! Xerxes! Den Garten. Nur die Harten kommen in Garten. Wo finden wir die Maske? Wo sollen wir die Maske finden? Guckt er sich die Maske hier gerade an? Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Steingesicht. Xerxes. Ah. Das Problem ist ja, wenn wir... Das Problem ist ja, wir können den noch gar nicht mehr ablenken, ne? Wir können den Kessel nicht mehr hochheben. Der ist einfach nicht mehr anklickbar. Das heißt, wir können in dem Raum eigentlich gar nichts machen. Es sei denn, wir können direkt den Adepten irgendwie ausschalten. Direkt von hier aus, wir landen hinter ihm. Xerxes! Passiert aber direkt das, automatisch. Also müssen wir nochmal unten mit denen reden, denke ich. Vielleicht ist der Dolcher jetzt fertig. Ah, der Plan des Prinzen. Ich habe den Prinzen belauscht.
Er sucht irgendeinen Garten. Damit will er nach der Schlacht die Herrschaft an sich reißen. Doch nicht etwa den Garten des Vergessens. Ihr wisst etwas darüber? Nun ja. Nee, hab ich vergessen. Es ist nur eine Legende, aber es heißt, irgendwo im Rashtulswall nahe des Vulkans Rashtul-Kanscharot läge eine versteckte Höhle. Die Höhle trägt den Namen der Garten des Vergessens. Da alles, was darin geschieht, von der Zeit selbst vergessen werde. Was auch immer das bedeutet. Und die Maske? Erwähnt die Legende auch eine Maske? Ja, da war irgendwas. Ich müsste das jedoch nachschlagen, um sicher zu sein. Das klingt nicht nach etwas, womit ich mich beschäftigen muss. Die Maske? Wenn Kasims Aufmerksamkeit wirklich auf einer Höhle im Rashtunswall liegt und nicht auf der Schlacht, dann ist er nicht mehr mein Problem. Wir können unseren Blick also getrost auf unser eigentliches Ziel richten. Der Garten des Vergessens? Hast du jemals davon gehört? Nein, noch nie. Aber die Geschichte wird von Seite zu Seite merkwürdiger. Ich mag mich irren, aber irgendetwas an diesem Garten fühlt sich falsch an. Ich kann nur noch nicht sagen, was. Lies weiter. Admiral Vahim schlug alle Warnungen in den Wind. Doch spürte ich die Gefahr, die von diesem Garten ausging. Das Mädchen dagegen hatte Blut geleckt. Ich glaube, sie hielt den Garten für etwas, was ihr beim Erreichen ihrer eigenen Ziele helfen könnte. Nur wusste sie noch nicht genau, wie. So, nehmt ihr mich nun mit oder nicht? Ich weiß nicht, was du denkst, Vahim. Aber ich mag sie. Abgemacht. Wir legen im Morgengrauen ab. Ruht euch bis dahin aus. Die Feldbetten in Keshalri sind bei weitem nicht so bequem wie hier. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, Xerxes. Das Mädchen hat sich soeben unserem Heer angeschlossen, was sie in meinen Augen um einiges vernünftiger macht als euer ganzes Konzil zusammen. Na gut. Wenn ihr für sie bürgt und sie uns nicht alle ins Unheil stürzt, meinetwegen. Also die Maske hat... Das hat ihm gar nicht gefallen. Recht so. So, ich muss zurück auf die Festung. Auf eine glorreiche Schlacht, ihr zwei. Ich werde mich etwas in der Bibliothek umsehen. Das Gerede über diesen Garten des Vergessens hat mich neugierig gemacht. Die quatschen mir immer dazwischen. Immer, wenn ich gerade was sagen möchte. So, also diese Maske hat die Macht, jemanden alles vergessen zu lassen. Und die Maske wird benötigt, um zum Garten des Vergessens zu kommen. Und da findet man dann diesen vergessenen Namen. Und das schaltet die wahre Macht der Maske frei. Kann das sein, dass er vielleicht einfach nur die ganze Welt brainwashen will? Also quasi alle Erinnerungen auslöschen will. Und dann sagt er, ich bin der König von Aventurien. Kniet nieder. Sowas in der Art? Dunkle Ecke. Ich gehe immer in dunkle Ecken. Wenn ich diese dunkle Ecke sehe, denke ich mir sofort, oh nice. Da muss man rein. Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. What? Was ist das? In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Oh oh. Oh oh. Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Eine Lampe, die Finsternis ausstrahlt. Oder eine Lampe, die Licht absorbiert? Ja, also eine Lampe, die einfach pure Finsternis beinhaltet. Kann ja nichts schiefgehen, wa? Kann ja gar nichts schiefgehen. Können endlich frei rumlaufen. Xerxes! Nur die Ruhe. Ich darf inzwischen mein Zimmer verlassen. Mhm. Ja, ich will meinen Stab. Habt ihr euch den Stab auf dem Tisch näher angesehen? Kurz. Und? Er ist beseelt. Längere Studien werden zeigen, mit was. Aha. Gib ihn mir zurück. Was wisst ihr über diese Maske hier? Ich mag sie nicht. Sie vermittelt mir kein gutes Gefühl.
Ist das da vorne die Maske oder was ist das? Ach, da liegt sie ja. Jetzt sehe ich sie endlich. Daneben. Okay. Was ist das für ein Raum? Eine Werkstatt. Und was macht ihr hier? Als Erzmagier untersuche ich Gestein und Kristalle. Und gefährliche Artefakte. Das auch. Erzmagier finde ich jetzt hier gerade sehr, sehr lustig. Weil die reden ja von den 6 Elementen, die haben. Und Erz ist hier eins der Elemente. Also er ist einfach nur... Er ist kein Wassermagier, er ist kein Eismagier, er ist kein Feuermagier, er ist kein Humusmagier, er ist ein Erzmagier. Okay? Was habe ich vorher noch vergessen? Luft, glaube ich, ne? Luft? Oder Wasser, Eis? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen. Ist egal. Spielt jetzt keine Rolle. Er ist nur ein bestimmter Elementarmagier. Aber in den meisten anderen Spielen, wenn man von Erzmagier redet, redet man von einem sehr, sehr, sehr hochrangigen Magier, der über anderen steht. Das ist sehr verwirrend. Also wenn er sagt, er ist Erzmagier, jetzt bitte nicht denken, er ist ein übelst hohes Tier. Nein, nein. Er zaubert halt mit Steinen. Er spielt mit Steinen. Woran forscht er gerade? An einer Elementarsphäre. Stört mich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Die Arbeit geht leicht von der Hand. Ihr erforscht nur Dinge, die euch ein gutes Gefühl geben? Mit dieser Sphäre verbinde ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Beantwortet das eure Frage? Okay. Kann man das irgendwie ändern? Was ist los? Untersucht die Maske. Später. Wann später? Moment. Bitte. Ja. Bohrt nicht ständig mit euren anstrengenden Fragen. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl mit dieser Sphäre hier. Ich muss das nutzen. Vielen Dank. Mir wurde Tee reingepackt. So. Jetzt habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Stellt irgendwas ab, hat er gesagt. Stellt irgendwas ab. Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Maske. Haltet Abstand. Dieses Artefakt mag gefährlich sein. Ich glaube, wir müssen die Finsternis hier hinstellen, oder? Kann das sein? Bleibt mir mit diesen Spielzeugen vom Leib. Wenn ich wollte, könnte ich diese Dunkelheit ohne weiteres durchbrechen. Okay. Bleibt mir mit diesen... Wenn ich wollte... Was ist das? Das würdet ihr nicht verstehen, selbst wenn ich es euch erklären wollte. Müssen wir das Ding vielleicht einfach irgendwo hier hinstellen? Und dann guckt er sich das später an? Ich sehe keinen Zusammenhang. Ach, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was er gesagt hat, als mir der Tee reingereicht wurde. Kann bitte noch mal jemand nacherzählen, was er von mir will? Ärgerlich. Nein, das ist es nicht. Sieht aus, als wären wir uns endlich los. Redest du nicht mehr mit mir? Wie du willst. Was mit Rachwan geschehen ist, war furchtbar. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Kelch. Kelch. Er gehört dem Magier in der Höhle. Alkohol? Besser nicht. Dunkelheit? Das bringt mich nicht weiter. Dunkler Alkohol. Das bringt mich nicht weiter. Wir müssen den Kelch garantiert mit irgendwas füllen. Logisch, wa? Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Nein. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, dass der uns... gesagt hat, was wir machen sollen oder einen Hinweis gegeben hat. Was tust du da? Ich bin Forscher. Ich forsche. Aber ich hab's nicht gehört. Ist das Antwort genug? Ich
hab's einfach nicht gehört. Was ist das? Das würdet ihr nicht verstehen, selbst wenn ich es euch erklären wollte. Dann schauen wir uns einfach noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was anderes Interessantes. Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Das ist doch super. Guck mal. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Kelch? Das bringt mich nicht weiter. Ein Schlagen wie ein Herzschlag. Komm, wir machen den besoffen. Der gehört dem Magier in der Höhle. Wir machen den See besoffen. Besser nicht. Schade. Dunkelheit? Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Okay. Monument. Hey! Ejo. Okay. Erstmal nichts für hier. Oben. Oh. Eisstatue. Die ist aber ganz schön nackig, du. Sie ist eiskalt. Ja. Und sehe ich das da drüben richtig? Es ist echt schwer zu erkennen. Aber ich bin der Meinung, das hier drüben ist Goal, oder? Ich guck mal, ob man uns noch näher sehen kann. Aber wenn nicht, dann mache ich mal ein paar kleine Kameratricks und zoome mal ran. Guck mal da hinten, ne? Diese drei Statuen. Mache ich jetzt mal richtig groß. Kann das sein, dass das hier ganz rechts Goal ist? Ich finde, die hat diese typische Haltung, die immer hatte. Diese Körperhaltung. Die anderen kann ich aber nicht erkennen. Was sind denn die anderen? Moment, ich muss mir das mal hier rüberziehen. Ne, die anderen erkenne ich nicht. Aber Goal habe ich direkt erkannt. Schon von Weitem. Einfach nur an der Körperhaltung. Die hat immer so, weiß ich nicht, so eine komische Haltung. So, jetzt haben wir wieder alles normal. Sorry, aber ich wollte mir das mal genauer angucken. Ja, die verstecken halt immer sowas im Hintergrund, ne? Edna? Ganz links? Das könnte sein. Warte mal, ich mach das jetzt mal einfacher. Ich mach mal einen Screenshot. Und dann jage ich den mal kurz auf Discord drauf. Und dann öffnen wir den mal hier in Mozilla. Da muss ich nicht so viel an meinem Aufbau hier ändern die ganze Zeit. So. Da zoomen wir jetzt mal ran. Tatsache, links, das ist Edna mit Harvey in der Hand. Hast du richtig erkannt. Rechts ist Goal. Aber in der Mitte... Auch ein weiblicher Charakter, würde ich sagen. Aber irgendwie sagt er mir nichts. Ist höchstwahrscheinlich von einem Dedelic-Spiel. Es ist ja auch Dedelic, oder? Müsste Dedelic sein, sonst wäre ja Goal und Edna nicht drin. Aber wer das in der Mitte ist, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, sagt Bescheid. Ansonsten geht's jetzt weiter.
Ah, da ist er ja wieder, der Ariarkos. Der wollte in der Bibliothek doch nachgucken. Warum ist es hier so kalt? Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Schrift ist wie gefrorenes Eis. Sie hält einen Moment in der Zeit fest. In diesem Falle bis in alle Ewigkeit. Schrift ist wie gefrorenes Eis, ja? Moment. Die Aussage finde ich merkwürdig, aber okay. Nehmen wir jetzt mal so hin. Der Eis-Djinn in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule. Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Ich wusste es. Was für ein Artefakt? So ein Golem. Vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab. Diese alten Mogule wussten, wie man einem das Leben vermisst. Ah, dann ist dieser. Ist der Stab vielleicht der Diener? Er hieß Halef Ben Yalif. Ich frage mich, ob sie ihn jemals erwischt haben. Ich dachte, der Mogul hat sich selbst in diesen Stab vielleicht gesetzt. Aber anscheinend ist es der Diener, der sich nicht getraut hat, zurückzukommen. Ah, okay. Gut, wir haben neue Informationen gefunden. Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Ach so, mehr hat er nicht gesagt. Okay, danke, Xela. Aber danke fürs Nachgucken. Was steht in dem Bericht über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakars Maske weckt und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja. Die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei. Einem Diener der Zeit. Also ein Drache vielleicht. Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte. Auf das Nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden. Und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal mit dem Stab sprechen. Satinav ist mal wieder hier mit dabei, hä? Satinavs Ketten. Wer ist Satinav? Satinav ist der Wächter der Zeit. Er wacht über das Buch der Zeit und passt auf, dass niemand den Lauf der Dinge, der darin beschrieben steht, stört oder verändert. Hat ihn jemals jemand gesehen? Nein, er ist nur eine Legende. Ja, aber wir wissen ja, dass er in dieser Welt wirklich existiert, ne? Diese Götter, die sie hier anbeten, das sind in dieser Welt anscheinend wirklich existierende Wesen. Ja, also so wie bei in der D&D-Welt gibt es ja auch ganz viele Götter. Und die sind dann dort nicht ausgedacht, die sind dann dort wirklich vorhanden. Anders als bei uns. Bei uns sind die alle nur ausgedacht. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist, es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Aber der Stab hat ja Magie. Das heißt, wenn wir den Stab mitnehmen, sollte das erreichen, ne? Es heißt, im Garten sei ein Zauberspruch vergraben, der die wahre Macht der Maske weckt. Was ist ihre wahre Macht? Hier steht, die Maske stellt ihren Träger vor eine Wahl. Entweder entscheidet er sich für süßes Vergessen
Oder sie macht Dinge, die einst geschehen sind, wieder ungeschehen. Das klingt sehr mächtig. Oh ja. Oh ja, das tut es. Süßes, sonst gibt's Saures. Süßes, sonst gibt's Saures. Mensch, es ist schon fast wieder Weihnachten und die machen hier Halloween-Thema. Drei Kammern weisen den Weg? Ja, deren Zugänge befinden sich irgendwo in Draconia. Haltet Ausschau nach diesem Symbol. Aha! Ihr könnt die Seite haben, wenn ihr wollt. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo das Symbol ist. Um die Kammern zu öffnen, müsst ihr jedoch die Maske bei euch tragen. Bevor ihr nicht die Maske habt, nützt es auch nichts, nach den Kammern zu suchen. Stiftet ihr mich gerade zum Diebstahl an? Mädchen, ich bin nur hier, um Wissen weiterzugeben. Was ihr daraus macht, ist ganz allein eure Sache. Das soll mir vorerst reichen. Ja, ja. Nee, wir haben ja... Wisst ihr, ich finde es merkwürdig, dass ihr von alledem noch nie etwas gehört habt. Ich spreche von eurer Tätowierung. Ihr seid selbst eine Nachfahrin Balakars, richtig? Oh oh. Haben euch eure Vorväter nichts gelehrt? Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Und dieser Prinz über dem Observatorium, er ist euer Bruder, nicht wahr? Ich frage mich nur, was euch antreibt. In euren Augen glüht eine unheimliche Entschlossenheit. Entweder werdet ihr das Unmögliche erreichen oder im tiefsten Wahnsinn zugrunde gehen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Passt bitte auf euch auf. Also da unten im Gewölbe, wo die beiden vorher saßen an dem Kriegstisch, da war ja das Symbol von diesem Auge und darüber dann das Symbol von der Maske. Ne? Und ja, da müssen wir hin, aber natürlich erst nachdem wir die Maske haben. Also das ist jetzt das nächste Problem. Buntglasfenster. Sie schimmert strahlend sauber. Moment, hier ist eine merkwürdige Aussparung. Aussparung? ein Flügel. Ein Lugia-Flügel. Okay. Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Wasser. Ah, ja, da unten war ja dieses... Da unten war dieses Wasserareal und da ist so ein komischer, leuchtender Geisterfisch die ganze Zeit rumgesprungen. Ob wir den vielleicht irgendwie da ranlocken sollen, dass das anfängt zu leuchten? Aber wenn ja, dann wie? Ich habe nicht Buntschwinge gesagt. Hier steht Buntglasfenster. Aber die Schwinge erinnert mich an den Arm von Lugia. Habe ich Buntschwinge gesagt? Keine Ahnung. Stand hier irgendwo Buntschwinge? Sie ist eiskalt. Stand hier irgendwo Buntschwinge? Buntglasfenster. Und diese Schwinge erinnert mich an Lugia. Die Frage, wie locken wir diesen leuchtenden Fisch dahin? Dass der quasi dort hochspringt und dann die Scheibe zum Leuchten bringt. So, ein Ornament. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da ist die Schwinge auch wieder abgebildet. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Beziehungsweise es ist keine Schwinge, es ist einfach eine Hand. Das Siegel ist ja... Die Maske sind ja zwei versteinerte Hände. Es ist einfach nur eine Hand. Und deshalb erinnert mich das so sehr an Lugia, weil Lugias Flügel haben ja Finger. Lugia hat eigentlich eine Hand. Oder Lugia hat zwei Hände als Flügel. Lugia-Feder. Also wir müssen einen Lugia abschlachten. Okay, das kriegen wir hin.
Spaß. Wenn das ein 10-Jähriger schafft, dann schaffen wir das erst recht. Hier unten ist das Symbol übrigens, ja. Hier. Eine Hand, noch eine Hand. Und das Auge. Aber ohne Maske bringt uns das nichts. Es ist merkwürdig warm, genau wie alles hier unten. Es scheint, als reiche dem Feuer seine eigene Laterne. Außer das Radikal vom Rivalen. Encanto. Aber in der Pokémon-Welt werden ja auch konstant Pokémon umgebracht und gegessen. Also Pokémon sind ja bei denen auch Nahrung. Die essen Karpadors, die essen Fleckmon-Schwänze, die essen auch viele andere Pokémons. Weil die haben dort, glaube ich, gar keine normalen Tiere, oder? Ich bin der Meinung, früher, so Generation, also bei den ersten paar Folgen oder sowas, da gab es noch sowas wie ganz normale Milchkühe und Pferde und so andere Sachen als Lebensmittel. Aber irgendwann sind die wohl dazu, zu der Designentscheidung gekommen, dass es bei denen keine Tiere gibt, sondern nur Pokémon. Und jedes Mal, wenn irgendjemand Fleisch isst, isst er dann quasi Pokémon-Fleisch. Ja, also in der Pokémon-Welt sterben andauernd Pokémon. Genau, auf der MSN gab es Karpador zu essen. Ja. Und Fleckmon-Routen oder Fleckmon-Schwänze werden gegessen. Und diverse anderes Zeug. Und das Pokémon-Futter, diese kleinen Pellets, die in der Anime-Serie immer zu fressen bekommen, da sind, glaube ich, auch geschredderte Pokémon drin. Ja, Kindheit ade. So, jetzt dürfen wir doch hier rumlaufen. Die Humus-Adeptin. Was machst du da? Psst. In der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Sei bitte leise, ja? Okay. Aus Bären? Bist du sicher? Ich bin der Meinung, da werden auch ein paar Pokémon mit reingeschreddert. Für eine ausgewogene Ernährung. Weißt du, du kannst so ein fleischfressendes Pokémon nicht nur mit Bären ernähren. Du musst da auch schon ein bisschen andere Pokémon mit reinwürzen. Hey, Kasim. Er ignoriert mich. Sechseck. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Ein leeres Sechseck. Nur wie kommt das, dass das eine leuchtet? Komm her. Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Leuchtet das Sechseck, weil da ein Windgeist dran ist? Müssen wir jetzt für die anderen Elemente auch noch Geister finden, oder wie? Nahe der Wand spielt ein weiterer Luftgeist. Seine Nähe hat eine Rune zum Erscheinen gebracht. Ja, das heißt, wir müssen den noch irgendwie dazu bringen, dass der auf uns hört, oder? Wenn ich dem Raum das Licht raube, verhelfe ich Kasim am Ende noch zur Flucht. Nein, das werde ich nicht tun. Oh. Okay. Dann sehe ich aber gerade nicht so richtig. Es ist schön, wie das wächst. Dann sehe ich aber gerade nicht so richtig, wie ich hier weitermachen soll. Ich dachte eigentlich bei dem Typen in der Erzwerkstatt, dass ich ihm das Licht wegnehmen soll. Damit er dann die Lust am Arbeiten verliert. Aber wie mache ich das? Ach nee, Quatsch, wir haben doch jetzt den Namen herausgefunden. Lass doch mal mit dem Stab reden. Wir wissen doch jetzt seinen Namen. Ich weiß jetzt, wer du bist. Dein Name ist Halef Ben-Yalif. Du warst Malakars Diener. Er hatte dich losgeschickt, den Garten des Vergessens zu suchen. Aber du hast es nur bis Draconia geschafft. Zur Strafe setzte man dir die Maske auf, raubte deine Erinnerung und machte dich zu dem, was du jetzt bist. Ja.
Was sagt er? Das steht hier nicht. Der Luftmagier konnte nur aufschreiben, was sein Luftgeist beobachtete. Nicht, was in Sadias Kopf geschah. Mist. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt das. Du bist also selbst ein Opfer der Maske. Ich schätze, ich kann dir verzeihen. Blöd, dass wir jetzt aber nicht erfahren haben, was er gesagt hat. Aber wenigstens können wir jetzt wieder unsere Zauber benutzen. Oder? Ne, nur wenn wir ihn anfassen. Nur wenn wir ihn anfassen. Ach, komm schon, fass mal einen Stab an. Sadia, fass mal einen Stab an. Okay, entsteinern, versteinern, Vision schicken, aktivieren, deaktivieren. ich würde nur sagen, wir müssen ihm eine Vision schicken, oder? Seine Stimmung ruinieren, damit er aufhört zu forschen. Also die Maske mag er nicht. Den Stab glaube ich auch nicht. Die Stimmung urinieren, genau, genauso wie der Uri Geller. Der urinierende Geller. Hat's geklappt? Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Ach, wir müssen die Maske mit was Gutem assoziieren. Oder die Sphäre mit was Schlechtem assoziieren. Aber beides wäre eine Option. Mal gucken, wie viele gute Sachen oder wie viele schlechte Sachen haben wir im Raum. Vision schicken. Also Maske. Tee. Wärme. Die Maske wirkt nicht mehr ganz so abweisend, aber sie gibt mir trotzdem noch schlechte Schwingungen. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich's. Maske, Licht und Wärme. Nein? Schlechte Schwingungen. Maske, Wärme, Kristall? Nein? Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Die Maske wirkt nicht mehr ganz so abweisend. Aber sie gibt mir trotzdem noch schlechte Schwingungen. Wir müssen auch noch irgendwie die Sphäre ruinieren, quasi. Sehe ich das richtig? Die Sphäre gut machen, schlecht machen und die Maske gut machen.